Sportwagenrennen in den späten 1960er Jahren waren eine Zeit der intensiven Rivalität, Innovation und Dramatik. Das 24-Stunden-Rennen, das jährlich im französischen Le Mans stattfindet, zog einige der renommiertesten Autohersteller und Fahrer der Welt an. Die denkwürdigste Rivalität dieser Ära war das Duell zwischen Ford und Ferrari, das begann, als Ford Ferrari aufkaufen wollte, aber abgewiesen wurde. Ford beschloss daraufhin, Ferraris Dominanz in Le Mans herauszufordern und investierte viel in die Entwicklung des leistungsstarken und aerodynamischen GT40. Nach mehreren Misserfolgen nahm Ford die Hilfe von Carroll Shelby in Anspruch und errang 1966 schließlich einen historischen Sieg, bei dem sie das komplette Podium einnahm und die sechsjährige Siegesserie von Ferrari beendeten. Ford und Ferrari dominierten für den Rest des Jahrzehnts die Veranstaltungen auf der ganzen Welt und ihre Leistungen wurden zur Legende. Ja, und damit guten Morgen, ladies and gentlemen, willkommen zurück zu Forza Motorsport. Und heute gehen wir rein in die Endurance Legends Serie, in die neue Tour, die es hier gerade gibt. Und ja, da geht es um eine ganz besondere Rivalität. Ford gegen Ferrari, der 330 P4 gegen den GT40 MK2. Und ja, ich denke, wir werden uns alle einig sein, dass ich den Ford GT fahren werde. Das ist, denke ich, relativ klar, wenn man mich kennt. Auch wenn der hier im Spiel irgendwie sehr viel langsamer als der Ferrari ist. Okay, er wiegt auch irgendwie 350 Kilo mehr. Warum? Muss ich nicht verstehen. Muss ich einfach nur akzeptieren, augenscheinlich. Okay, dann würde ich sagen, ja, ich habe ihn mir schon gekauft. Wir gehen mal rein ins erste Rennen. Da sind wir in Daytona unterwegs. Ich hatte ja vor kurzem eine Abstimmung gemacht, was ihr sehen wollt in Sachen Forza Motorsport. Und da war es sehr zwiegespalten zwischen den Touren eben und Fahrzeugvorstellungen. Ich denke, ich werde es dann so ein bisschen splitten. Wenn es gerade eine Tour gibt, die ich cool finde, dann werden wir die Tour machen. Und wenn nicht, dann werde ich halt vielleicht mal in der Woche ein, zwei Folgen machen, wo ich einfach so ein Fahrzeug vorstelle. Und das dann ein bisschen ausfahren, ein bisschen aufbauen und so weiter. Wie wir das aus Forza Horizon bereits kennen. Ich glaube, das ist an sich dann wahrscheinlich eine ganz coole Mischung. So, ich würde dann jetzt einfach mal direkt sagen, dass wir ihm eine Gewichtsreduzierung geben, damit er zumindest halbwegs Richtung Ferrari kommt, vom Feeling her, weil das ergibt ja keinen Sinn, dass der Ferrari so viel leichter sein soll. Jetzt sind wir immer noch schwerer, aber es hält sich zumindest ein bisschen in den Grenzen. Ich bin gespannt. Ich bin, glaube ich, die GT40 selten bisher in einem Motorsportteil ausgefahren. Aber könnte Spaß machen, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ein geiles Auto, sind wir ehrlich. Wir kennen alle die Story. Sind wir ehrlich, wir kennen alle die Story mit Ford gegen Ferrari. Wir haben den Film gesehen, wir haben es irgendwo anders gehört, bei Donut Media oder sonst irgendwo. Deswegen brauche ich das jetzt, glaube ich, nicht. Und vom Infield-Teil des Daytona International Speedway Sportscar Circuit zu gelangen, müssen die Fahrer vorsichtig sein. Die müssen richtig vorsichtig sein. Nee, deswegen brauche ich jetzt, denke ich, die Story erstmal nicht nochmal rezitieren. Aber es sind aber zwei geile Autos. Also selbst wenn man mit den ganzen nichts anfangen kann mit der Hintergrundgeschichte, sind es einfach zwei super geile Autos, einfach eine ganz andere Ära, auch von, ja, Rennwagen allgemein tatsächlich. Und ja, ich bin einfach happy, dass wir jetzt hier mal auch diese Fahrzeuge ausfahren. Ich habe jetzt doch vielleicht Motorsport ein bisschen zu lange vernachlässigt irgendwo. Ja, gerade die Rennwagen hier ausfahren, gerade die alten. Es ist jedes Mal ein Highlight eigentlich. Es ist wirklich jedes Mal ein Highlight. Yeah, so, komm rum. Boah, er macht Bock. Und er schreit und er ist böse und er macht einfach Laune zu fahren. Ah, guck mal, wir sind sogar mit anderen älteren Rennwagen unterwegs. Wir sehen vorne gerade Lotus, meine ich, einen älteren. Ist es der Typ 57? Ich bin mir bei Lotus-Modellen ehrlicherweise immer unsicher mit der Modellbezeichnung. Aber ich hatte ein bisschen schon die Sorge, ja gut, wenn es vielleicht nur der Ford gegen den Ferrari ist, könnte ein bisschen langweilig werden. Aber nein, es sind auch andere augenscheinlich mit dabei. Klar, was natürlich mit reinpassen würde, Shelby, Cobra natürlich. Oder der Porsche 906, das sind natürlich Modelle, die würden da perfekt mit reinpassen.
Ich denke, es wird sich jetzt hier sehr aufs Jahr eher beziehen, statt auf die perfekte Kategorie der Fahrzeuge. Aber es wird mich jetzt nicht allzu sehr stören. So, wir können ja hier im Training währenddessen ein bisschen was am Tuning machen. Genau, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Reifendruck einfach mal. Getriebe können wir nicht anpassen, Fahrwerk können wir nicht anpassen. Können ihm nur hinten ein bisschen mehr Aero geben, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Und ja, das war's. Okay, sehr gut. Ich meine, klar, wir verlieren auf der Geraden dadurch, und beziehungsweise allgemein auf Moral. Naja, man kann es ja nicht wirklich gerade nennen, verlieren wir ordentlich was an Zeit, aber ich glaube, der Benefit im Mittelsektor ist da doch sehr gut, vor allem auch auf der Bremse. Weil da ist der Wagen die größte Katastrophe. Aber ich finde halt, in Forza Motorsport haben diese Fahrzeuge einfach nochmal deutlich mehr Charakter als in Horizon. I don't know, ist irgendwie schwierig zu erklären. Aber in Horizon ist es irgendwie, die sind da sehr viel einfacher zu fahren. In Motorsport, da musst du schon ein bisschen kämpfen, ein bisschen gucken, was kannst du machen, was nicht. Der Gang geht halt einfach bis 150. Ist das geil, dieses Auto. Vielleicht auch kurz in die Third Person. Ah, auch optisch einfach cool. Ich meine, es gab ja noch eine quasi Longtail-Version von ihm. Das war dann der MK4, dürfte es glaube ich sein. Aber der MK2, der ist schon... Klar ist der ikonischste natürlich, brauchen wir nicht drüber reden. Aber für mich auch echt der schönste einfach. Von der allgemeinen Form her. Oh wow, wir haben durch die Schikane gerade. Ja doch, wir sollten die Schikane, die Bus-Stop-Schikane. 16 gut gemacht. Gut, die habe ich auch die Runde vorher echt schlecht genommen. Muss man sagen. Oh, ich mag dieses Auto. Ich mag dieses Auto. Ich mag es nicht auf der Bremse. Ich glaube, das ist keine Überraschung. Aber insgesamt mag ich es sehr. Aber ja, die erste Kurve ist auf jeden Fall kompliziert anzubremsen. Weil in Kurven reinbremsen mag er einfach nicht so ganz. Das mit Rennwagen allgemein sprich. Es ist, finde ich, schwieriger mit Rennwagen, da gehört er jetzt nicht dazu. Aber es ist schwieriger mit Rennwagen, die in der Realität ABS haben, und hier im Game habe ich es dann halt aus, wie GT3-Wagen beispielsweise. Weil die sind halt dann logischerweise auch ein bisschen anders eingestellt und drauf ausgelegt. Also da muss man schon einiges machen. Wie gesagt, da gehört der jetzt nicht mit rein, ist einfach nur so ein allgemeines Statement, was ich noch mitgeben würde. Aber auch mit dem GT40 ist das nicht angenehm. Ich finde auch wirklich, wenn ein Wagen es verdient hat, dass über ihn ein Film gemacht wird, dann ist das er hier gewesen. Also ich finde, das ist absolut... Diese Story einfach, es ist halt... Es war filmreif, was damals alles passiert ist. Wie das eingeleitet wurde, etc. Klar, der Ford wie Ferrari-Film, der hat viele Sachen ausgelassen. Gerade auch die... Ja, die Folgejahre nach 1966 wurden sehr... Ganz grob am Ende wurde halt gesagt, ja, danach hat der GT40 auch noch mal ein paar Mal gewonnen, aber das war ja Teil der Dominanz einfach dieses Autos. Das war ja Teil der großen ganzen Story, dass Ford eben nicht nur nach Le Mans geht, um Ferrari einmal zu schlagen, sondern die haben ja wirklich genau, die haben Ferrari so dominiert, wie Ferrari davor Le Mans dominiert hat. Und das ist eine Sache, die ich am Film ein bisschen schade fand, dass das wirklich so einfach in einem Nebensatz erwähnt wurde, gefühlt. Das fand ich nicht ganz so super, ehrlicherweise. Ah, der Typ 40 war es, genau.
Das ist ein R380 da hinten. Ich dachte kurz, das wäre ein R390 da hinten. Ich habe mich gerade verlesen und dachte mir, warte mal. Das haut so nicht hin. Ah, wir können ein bisschen Sprit rauslassen. Tu, wir fahren ja nur 4 Runden. So. Ja, und es ist auch cool zu sehen, wie viele Leute wirklich diesen Film geguckt haben, die mit Motorsport an sich ja gar nichts zu tun haben eigentlich sonst. Und dass diese Leute dann trotzdem den Spaß an dem Film haben, die Emotionen teilweise mitbekommen haben, als dann beispielsweise die Endszene mit Ken Miles und seinem Unfall zustande gekommen ist. Das ist schon sehr beeindruckend, immer wieder zu sehen, dass Motorsport halt wirklich, ja, verbindet am Ende des Tages. Auch wenn man mit den Autos nichts anfangen kann, die menschliche Komponente dahinter, da sind wir uns, glaube ich, alle bewusst, was das den Menschen abverlangt und gerade damals den Menschen abverlangt hat. Und das in so einem Film so dramatisch visuell nochmal zu sehen, hat, glaube ich, da echt ein paar Leuten noch mehr die Augen geöffnet als ohnehin schon. Weil ich meine, es war jetzt nicht nur die Endszene, sondern es gab beispielsweise, ich glaube, es war sogar in, war das in Daytona, in dem Rennen? Wo der Mustang, war es glaube ich, rausgedreht wurde, sich überschlagen hat und einfach in Flammen aufgegangen ist. Wo Ken Miles dann ausgestiegen ist und gesagt hat, wissen wir, was mit dem Mustang ist. Also das hat sich ja schon sehr durchgezogen, wie gefährlich das ist, damals vor allem gewesen ist. Und da verdienen Rennfahrer auf jeden Fall Respekt. Ich weiß es nicht zwingend, ob ich sagen würde, das ist so eine Sache, die ganz gerne dann in den Raum geschmissen wird, dass die Rennfahrer damals sehr viel krasser waren deswegen als die heutigen. Ich finde, das muss man ein bisschen in Relation sehen, weil die heutigen Rennfahrer halt mit ganz anderen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Gerade in den Kurven. Das musst du halt auch erstmal kontrollieren. Klar, die Autos heute sind um Faktor X, den man jetzt nicht benennen kann, sicherer, das ist keine Frage. Es kann heute trotzdem halt auch passieren, dass du einen doofen Unfall hast und dein Leben halt verlierst. Also ich glaube, heute bist du dir, wenn du Rennfahrer bist, musst du dir genauso bewusst sein, jedes Mal, wenn du in ein Auto steigst, dass du da nicht mehr rauskommst. Oder nicht mehr rauskommen kannst, besser gesagt. Das passiert immer noch jedes Jahr leider, muss man sagen. Vielleicht nicht unbedingt in Rennserien, wo man es krass mitbekommt, aber man kriegt es ja doch immer wieder mit. Es ist eine schwierige Diskussion, wie gesagt. Ich glaube, um Rennfahrer zu sein, hat man schon immer ein sehr krasses Selbstvertrauen gebraucht. Extrem viel Mut. Mut, den nicht jeder Mensch hat. Wo ich auch nicht wüsste, ob ich den hätte, bin ich ehrlich. Also klar war es mein Traum, immer Rennfahrer zu sein. Das ist keine Frage. Da brauchen wir absolut drüber diskutieren. Das kann Strafe werden, ja. Aber keine Ahnung, ob ich das Zeug dazu gehabt hätte. Rein von der Mentalität alleine. Kann sein, dass ich irgendwann in einen Formel-3-Wagen eingestiegen wäre und gesagt hätte, nee, das ist mir zu krass. Die Möglichkeit besteht. So, da bin ich rein. Da ist der Knüppel. Mal eine etwas andere Linie hier durch. Ja, aber das ist auch so ein Punkt tatsächlich. Ich habe immer wieder mal, kriege ich ja ab und zu mal die Frage,
hey, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, einen Formel-1-Wagen zu fahren, egal welchen würdest du nehmen? Ich würde halt sagen, ja, gar keinen. Die alten Formel-1-Autos sind mir zu gefährlich und bei den neuen könnte ich die Geschwindigkeiten nicht gehen, die man gehen muss, damit der Karren nicht, damit der Motor nicht abbrennt. Das würde niemals, niemals würde das funktionieren. Also ich mich in so ein Formel-1-Auto reinsitze und dann mit 250 um die Kurve fahre oder so. Keine Chance. Selbst wenn es eine Kurve ist, die mit 300 vielleicht auch easy geht. Ich meine, man muss bedenken, was professionelle Formel-1-Fahrer, die jahrzehntelang, bevor sie in die Formel 1 kommen, oder vielleicht nicht Jahrzehnte, aber jahrelang, ja, wobei doch in den meisten Fällen schon über ein Jahrzehnt, bevor sie in Formel 1 Auto rankommen, Rennwagen gefahren sind und teilweise dann trotzdem massive Probleme haben, bei einem Formel 1 Auto ins Limit zu kommen. Und klar, ich müsste nicht ins Limit gehen, ne? Keine Frage, könnte ich gar nicht. Also da würde mein Körper brechen, bevor der Formel 1 Wagen vernünftig um die Kurve geht. Auch keine Frage. Aber trotzdem, ich glaube, in dem Moment, wenn du dann halt auch nochmal siehst, wie eng das in einem Cockpit wirklich ist, und du halt auch weißt, okay, wenn du jetzt irgendwie ins Kies kommst oder so, du bist ja nicht so trainiert wie ein richtiger Formel-1-Fahrer. Also auch beispielsweise dieses Prozedere von, was ist es, innerhalb von 6 Sekunden aus dem Formel-1-Auto rauszukommen, das kannst du ja gar nicht. Im Ernstfall. Das heißt, es kann schon sein, dass du so ein paar Sekunden länger brauchst, die dann im Zweifel dir mindestens gesundheitliche Schäden als Folge haben könnten. Deswegen, ich würde mir niemals zutrauen, einen Formel-1-Wagen zu fahren. Keine Chance. Außer ich kriege wirklich monatelang vorher Training, wo ich nach und nach rangeführt werde, im Simulator, in langsamen Rennwagen oder so. Dann vielleicht, aber selbst dann müsste ich mir das überlegen. Ist immer wieder ein interessantes Thema, finde ich. Und eins, was wir, glaube ich, auf YouTube eher selten behandelt haben, also das ist ja so ein Stream-Thema auf Twitch drüber. By the way, an der Stelle gerne mal auf Twitch reinschauen. Wenn ihr möchtet, gibt es aktuell super viel F1-Manager-Content, aber auch Forza wird es hoffentlich bald mal wieder ein bisschen mehr geben. Und allgemein mal wieder Racing-Games, wo ich selber auch fahren kann. Problem ist halt, F1-24 ist es einfach nicht. Spa ist nichts, okay. Nee, das Problem ist, wie gesagt, einfach F1-24 ist es nicht. Das ist einfach ein ziemlich kaputtes Spiel, sagen wir mal. Was es mir echt ziemlich schwer macht, es halt weiterzuspielen. Deswegen, ja, bin ich da aktuell einfach ein bisschen raus. Und weiß nicht, ob ich da je wieder reinfinden werde. Keine Ahnung. Also vielleicht ist F1-24 auch einfach jetzt der Punkt, an dem ich mit F1 mal wirklich so ein halbes Jahr mindestens Pause mache. Ich bin ehrlich, ich habe selber, also um es vielleicht mal kurz für die Leute auf YouTube aufzuklären. Es war so, ich habe ja F1-24 gespielt, das kam ja im Mai raus. Alle traditionell auf die Schwierigkeiten. Aber dabei sollte auch ich habe es gespielt, ich hatte auch tatsächlich anfangs sehr viel Spaß daran. Ich habe die Kritikpunkte, die viele andere hatten, in der Form nicht so extrem gesehen. Auf der anderen Seite hatten ein paar andere Kritikpunkte, die andere nicht hatten, habe ich sehr krass gesehen. Und ich konnte am Anfang noch ein bisschen drüber hinwegsehen, weil ich halt an die alten Formel 1 Releases zurückgedacht habe, wo halt in den ersten paar Wochen doch immer sehr viele Patches erschienen sind. Und dachte mir, okay, mit F1-24 wird ja dann vielleicht eh nicht sein. Mal gucken, wie es in ein paar Wochen aussieht, ob da Dinge behoben werden oder nicht.
Da gab es ja auch beispielsweise diese riesen Kontroversen mit dem Handling-Modell, wo ich aber auch von Anfang an gesagt habe, ja, das Handling ist nicht geil, aber das ist definitiv nicht mein größtes Problem. So, selbst wenn wir ein geiles Handling hätten, steht es sehr, sehr schlecht um das Game am Ende des Tages. Und irgendwann kam eben dann das neue Handling-Modell, das hat mir sehr viel besser gefallen, das ging Richtung 1.23 zurück. Deswegen, das war dann so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, cool, das freut mich, dass das jetzt funktioniert. Aber es kam dann doch sehr wenige Patches, die sinnvolle Sachen gemacht haben. In Relation zu dem, was alles kaputt war. Als Beispiel, im Regenfahren in F1.23 war eines meiner absoluten Highlights. Ich habe Regenrennen in F1.23 geliebt. Also wirklich, das war so unfassbar geil, einfach nur jedes Mal. Und ich war auch echt gut in den Regenrennen. Also im Regen wusste ich, ich kann die KI immer 3-4 Stufen höher ballern, weil ich das einfach drauf habe. Und ich bin da auch ohne TC schon gefahren, also ohne Traktionsmotor, ne? Bevor da jetzt einer sagen möchte, ja gut, dann mit mittlerer TC ist das ja auch relativ einfach gewesen. Nein, ich bin da ohne Traktionsmotor gefahren. Wie in F1.24 auch. In F1.24 ist das Problem im Regen allerdings, ich würde es recht simpel beschreiben, alles. Also von die Reifen, die man fahren soll, passen niemals zu den Bedingungen, die Strecke letztendlich haben sollte. Wir hatten wirklich jede Konstellation, dass ich auf Trockenreifen draußen war, während jeder Menschenverstand mir gesagt hat, ey, so wie die Strecke aussieht, sollte der Inter die schnellere Mischung sein. Genauso auch andersrum von Inter, wo die Strecke trocken war, von Wet, wo die Strecke auf Inter-Bedingungen war, von Inters, wo die Strecke aber auf Frühwet-Bedingungen war. Also, dass wir die richtige Reifenmischung hatten, war sehr selten tatsächlich. Und man muss dann aber halt diese falschen Reifen fahren, weil du von der Pace sonst gar keinen Schnitt hast. Das Problem an der Sache war, dass du sowieso keinen Schnitt hattest im Regen, weil du dann wiederum unter diesen falschen Bedingungen irgendwie den Grip finden musstest, während die KI aber den perfekten Grip immer hatte. Das, ich glaube, extremste Beispiel, was wir hatten, war, ich meine, es war Portimao. Ist eine super kurvenreiche Strecke. Man kann sich es relativ ähnlich zu Spanien, Katalonien vorstellen, nur halt ein bisschen anders, hätte ich jetzt gesagt. Nochmal ein bisschen schneller im Gesamtpaket die Strecke, hat eigentlich relativ keinen technischen Abschnitt, sag ich mal, mit Ausnahme von ein, zwei Kurven. Und da habe ich es dann, und in Mexiko auch, habe ich es dann sehr krass gemerkt, dass ich halt einfach nur durch die Gegend sliden bin und durch die Gegend driften bin, während die KI aber, wie gesagt, immer wusste, wann sie wie viel Grip hat. Und deswegen war ich wirklich teilweise sekundenlangsamer pro Runde als Fahrzeuge, die 3-4 Ebenen unter meinem waren. Und das war dann so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann den Ring nicht deaktivieren in den Karrieren. Das funktioniert einfach nicht, keine Ahnung. Also man kann zwar, es gibt zwar die Option Wetter und Tageszeit, aber man kann da nicht einstellen, dass man keinen Regen haben möchte. Also das Wetter kann man in der Option Wetter und Tageszeit nicht ändern. Großartiges Design von Codemasters. Und deswegen hatte ich, ich glaube Ende Juni dürfte es gewesen sein, also knapp einen Monat nach Release, habe ich dann gesagt, ne, F1.24, bis da was passiert, bin ich raus. Und ich bin ehrlich, ich habe selber, wahrscheinlich wie der ein oder andere von euch, das könnt ihr jetzt gerne mal komplett ehrlich in die Kommentare schreiben, ich habe selber nicht dran geglaubt, dass ich das lange durchziehen werde. Ich habe selber tatsächlich gedacht gehabt, dass ich das so ein, zwei Wochen vielleicht nur durchziehen werde und dann drängt es mich aber sehr zurück ins Lenkrad und dann denke ich mir, ja, komm, was willst du spielen? Und ja, F1.24, gut, das ist halt das Einzige, was du irgendwo kannst. Ne? Sag mal ehrlich, also ACC kommt zwar rein, aber niemand will sehen, wie ich über Monate hinweg in ACC verzweifle, um irgendwie mit den Autos klarzukommen. Gerade wenn ACC selber jetzt auch nicht mehr so das geniale Game ist, wie es früher mal war. Und ich mich dann da halt einfach über andere Sachen aufregen würde. Aber nein, tatsächlich, wie gesagt, ist es jetzt seitdem so, dass ich
F1 nicht mehr angerührt habe. Das letzte Mal, wie gesagt, soweit ich weiß, an selbigen Streaming-Tag im Juni. Seitdem ist auch nichts an dem Game großartig passiert. Also ich glaube, es wurden noch mal ein, zwei Sachen in der Fahrphysik geändert, wo ich mir auch dachte, ach Leute, ganz ehrlich, wenn ihr nicht seht, dass euer Spiel so viele andere Probleme hat, schwerwiegende Probleme wirklich, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen. Ist bei eh so eine Sache, die ich ein bisschen schwierig finde. Ich habe es ja schon gesagt, jeder hat sich bei F1.24 sehr über die Fahrphysik beschwert. Und gefühlt hat niemand über die anderen Probleme geredet, außer ich und ab und zu mal Ray. Bei Ray kriege ich es aber nicht so mit, tatsächlich. Da bei Ray kriege ich es nur mit, wenn wir halt im Teamspeak mal quatschen, vor oder nach Aufnahmen. Ich gucke ja seine Formel-1-Videos nicht, ne? Ich gucke allgemein sehr wenig YouTube, muss ich sagen. Aber ich glaube ihm das auf jeden Fall, dass er das halt selber dann auch schon öfter mal irgendwo angesprochen hat. Aber ansonsten, wie gesagt, reden alle immer über die Physik, über das Handling-Modell. Und ich sitze halt da und denke mir, ja, gut, okay, jetzt hat man zwei Handling-Modelle, bei den beiden manche Leute gesagt haben, jo, das ist gut. Bei anderen, bei jeweils anderen haben dann Leute gesagt, jo, das ist besser. Bei beiden Modellen gab es aber auch Leute, die gesagt haben, nee, das andere ist besser. Also am Ende des Tages hat F1.24 trotzdem, ich glaube, gerade mal die Hälfte der Spieler am Peak gab es auf F1.23. Immer mehr Leute wenden sich davon ab. Viele Creator eben beispielsweise oder auch Ligen bekomme ich ja mit, die händeringend nach Leute suchen, die dann irgendwie noch die Muße haben, da mitzufahren. Und da denke ich mir halt, yo, Codemasters, ihr habt irgendwie eure Prioritäten ein bisschen falsch gesetzt. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht so ganz, aber ich weiß gar nicht, wo diese Anekdote mal angefangen hat, weil ich erzähle gerade einfach nur vor mich hin. Es tut mir leid an alle, die nur ein bisschen sehen wollen, wie ich doof in Ford GT fahre und dabei nicht einen doofen Ford GT, sondern doof nennen Ford GT fahre und dabei ein paar blöde Sprüche bringe. Aber ihr wisst, ne, wenn ich einmal in dem Thema drin bin, dann komme ich erstmal nicht mehr raus. Und ja, so auch hier. Nee, im Endeffekt auf jeden Fall. Ich würde mir wünschen, ich glaube, wenn alleine die Sache mit dem Regen gefixt werden würde, wäre ich happy. Und würde nochmal in F1.24 reingucken. Und ich glaube, dann würde es mir auch Spaß machen. Dann könnte man vielleicht nochmal eine geile Karriere machen, weil ich hatte ja den Plan, beispielsweise eine Alpine-Karriere zu machen mit 100% Rennen. Um da Alpine mal im Rahmen eines 100-Rennen-Programms, das kennen sie ja, zum WM-Titel zu führen. Wobei ich glaube, so lange würde ich nicht brauchen. Das traue ich mir jetzt doch mal zu. Gerade wenn man weiß, wie in F1 die Fahrzeuge sich entwickeln sollen. Oh Gott. Aber ja, bis dahin war es das mit F1. Vielleicht bis F1.25, mal schauen. Auf jeden Fall kann ich sagen, ich habe durchaus Bock, mal wieder ins Lenkrad zu greifen und irgendwas mal wieder zu fahren. Ich kann gerade nur noch nicht sagen, was. Es kommt jetzt seit demnächst in Auto Vista 2, wahrscheinlich das Endurance Pack 2 raus mit dem Alpine A524 LMDH. Also mit dem absolut glorreichen Highlight der Technik, welches Alpine auf die Beine gestellt hat. Deswegen, das werden wir auf jeden Fall angucken. Aber ja, was wir vielleicht als langfristiges Projekt machen mit dem Lenkrad, bin ich raus. Und wie gesagt, Bruder, Gas. Ja, auch eine Strafe vor, oder? Etwa 4,5 Sekunden. Ja, damit Schritttempo durch den Busch wird sein Problem. Nee, wie gesagt, ich weiß halt nicht was. Es ist halt, ne, Race Room spielt keiner, Automobil Tester 2 hat jetzt auch nicht so die krasse Spielerzahl. ACC wird auch von dem, was ich mitbekomme, von Update zu Update immer schlechter. Rennsport ist ein Mythos, sind wir ehrlich, also dass das irgendwann mal was Vernünftiges wird, glaube ich nicht dran.
Deswegen, ja. Kann es sein, dass das Lenkrad bis auf 1,25 erstmal verstaubt? Es ist durchaus möglich. Es ist durchaus leider möglich. Ich meine, sind wir ehrlich, nächstes Jahr haben wir dann eh nicht so den Punkt, dass meine... Oder dass ich unbedingt ein Game brauche, wo ich mit dem Lenkrad zocken kann, weil wenn ich überlege, was nächstes Jahr an Games alles rauskommt... Das ist einfach nur wild. Plus, ich bin ja nächstes Jahr dann in meiner Ausbildung, also da werde ich sowieso weniger Zeit haben. Da wird es auch ein separates Infovideo geben. Ich habe es auf Twitch schon mal erzählt gehabt. Ich kann es auch noch mal kurz anreißen. Wie gesagt, da wird es auch ein separates Video geben. Ich werde nächsten Monat meine Ausbildung anfangen. Ich habe einen wunderbaren Ausbildungsplatz bekommen und das wird natürlich dann einiges auch für YouTube zur Folge haben. Ich werde wahrscheinlich den Content-Input auf ein Video alle 2 Tage reduzieren. Und da erstmal schauen, wie ich das durchbekomme. Aber eigentlich sollte das schon machbar sein, hätte ich gesagt. Mal schauen, ob es das wirklich ist. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wie gesagt, wird es auch allgemein ein Video dazu geben. Wenn ich das Ganze auch bei mir im Kopf nochmal ein bisschen mehr strukturiert habe. Aber gut, sind wir ehrlich, ein Großteil der Games, die nächstes Jahr rauskommen, die interessant sind, werden eh Twitch-Projekte. Sowas wie Civilization, Pokémon und so, das wäre eher was für Twitch. Aber gut, für die heutige Folge wäre es dann gewesen. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es heute wirklich querbeet durch alle Themen durchging. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben aber sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Servus!